Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Rising World. Ich wollte schon meine kleine Farm 3 sagen. Nein, Rising World sind wir jetzt dran. Und es gab ein Update. Wir sind jetzt bei Alpha 0.5.7.1. Und zwar ist zu dem Update dazugekommen Eisen, Silber, Gold, Aluminium, Kobalt, Mithril und Wolfram. Die kann man überall irgendwo wohl finden, die Sachen. Ob wir das in unserer Welt können, weiß ich nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wenn wir jetzt hier irgendwo in einen Steinbruch reingehen, ob wir die Sachen auch finden werden oder ob das erst mit einer neuen Welt regeneriert wird. Ich hoffe, dass wir Glück haben und wir können auch mit den neuen Vorkommen spielen. Wofür man die brauchen wird, weiß ich noch nicht. Da hinten ist wieder ein Elch, aber das hat uns jetzt erstmal nicht interessiert. Wir wollen jetzt erstmal unsere Bude fertig machen. Wir haben beim letzten Mal die Treppe hier eingebaut. Das Fenster haben wir ein höher gesetzt. Das Fenster muss noch ein höher gesetzt werden. Das kommt dann hier raus. Das habe ich nur provisorisch reingemacht. Und dann kommen andere Fenster rein. Und ich muss sagen, die Fenster gefallen mir eigentlich so gar nicht. Also entweder möchte ich die Art von Fenster haben oder ohne. Aber ich glaube, das gefällt mir nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal raus. Eine Blume. Und fällen ein paar Bäume. Wenn wir das erledigt haben, wo haben wir das Schwert? Auf 5. Da geht schon wieder ein Schwein runter. Wenn wir ein paar Bäume gefällt haben, gehen wir natürlich in unserem Steinbruch rein. Und werden da mal schauen, ob wir vielleicht da schon fündig werden. Schön wäre es. Hier sind Melonen, aber ich glaube, wir haben. Komm, nehmen wir mal mit. Eigentlich genug. Da ist ein Reh. Ein Reh tut uns nichts zum Glück. Ein Schwein tut uns auch nichts. Alles klar. Dann wollen wir mal ein Bäumchen hacken. Ja, falls ihr etwas im Hintergrund hören solltet, heute ist DFB-Endpokalspiel. Da spielt Dortmund gegen Wolfsburg. Und mein Bruder und meine Mama, die sind Dortmund-Fan. Und ich habe gerade noch im Internet reingeschaut. Es steht 3 zu 1 für Wolfsburg. So, wir haben leider keinen Setzling gekriegt. Schade, schade. Boah, ich höre so viele Tiere. Also, falls ihr irgendetwas hören solltet, nicht wundern. Auch wenn es eine Etage über mir ist. Aber so ist das nun mal. Ich kenne das ja selber von mir, wenn ich meine Bayern verfolge. Da bin ich dann auch nicht mehr gehalten. Dann, hua, schrei ich auch rum. Das ist normal. Ich habe gerade irgendein Tier gehört. Das konnte ich jetzt gerade irgendwie nicht zuordnen. Das ist einfach nur ein Reh, das tut uns ja nichts. Ah, ich gehe mal lieber wieder in irgendeine andere Richtung. Hey. Komm mal ja hier die Bäume fällen. Hier sind ja gerade ein paar wieder gewachsen. So, aber ich muss mich mal anders hinsetzen. Ist gerade mein Bein eingeschlafen. Das ist uncool. Essen. Essen. Hier war noch irgendwo Essen. Erstmal Baum fällen, dann werden wir das sicherlich sehen. So. Und was wir auch machen werden, ist, da hatte die liebe Gerda eine gute Idee gehabt. Und zwar schon wieder kein Setzling.
Und zwar nämlich die Küchenzeile auch als Raumtrenner zu nutzen. Und ich glaube, das werden wir auch machen, weil das klang oder hörte sich echt gut an. Wieso kriegen wir keine Setzlinge mehr? So, was haben wir denn eigentlich an Holz? 15. Ich glaube, das reicht nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen weiter fällen. Essen und Trinken haben wir noch ein bisschen was. Müssen wir zwar auch gleich wieder zu uns nehmen, aber es hat noch ein bisschen Zeit. Noch sind wir im grünen Bereich. Schon wieder kein Setzling. Gibt es keine Setzlinge mehr? Wir haben jetzt schon vier Bäume gefällt. Ah, ich wollte doch sagen. Ja, dafür kriegen wir direkt drei. Das finde ich schon mal sehr positiv. Das heißt, wir werden die Bäumchen ja wieder anpflanzen. So. Jetzt werden wir unser Schwert in die Hand nehmen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo unser Weg ist. Hier ist unser Weg. Dann gehen wir mal runter in den Steinbruch und vielleicht finden wir ja schon irgendetwas. Fände ich persönlich cool. Hier haben wir Kühe und Schweine. Weil das ist ja alles kein Problem. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie es aussieht, haben wir in unserer Welt noch nichts. Oder aber jetzt hier gerade in diesem Steinbruch nicht. Ich weiß es leider nicht. Ich möchte jetzt aber auch nicht schon wieder eine neue Welt anfangen. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. Ja, also ich möchte das Haus auf jeden Fall fertig bauen. Denn da habe ich doch noch einiges vor. Nur sollten wir nichts mehr machen können an Werkzeug oder so, dann würde ich doch sagen, dass wir eine neue Welt leider machen. Das ist leider bei den Alpha-Welten so, dass dann meistens das alles wieder komplett neu gemacht werden muss. Ausnahme ist Minecraft. Die patchen das auch mit in den alten Welten rein. Muss man zwar länger suchen, aber man hat es trotzdem zur Verfügung. Das finde ich persönlich eigentlich sehr gut. So, dann würde ich sagen, machen wir uns hier mal ein bisschen Licht. So. Spitzhacke wieder in die Hand. Und weiter im Text. Schon wieder ein Schwein hier unten. Wieso glitschen die denn alle hier runter? Verstehe ich nicht. So, was haben wir jetzt? Steine technisch. Hallo? Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Hallo? Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Was ist das denn? Aha. Ich darf wieder. Mach mal das hier mal weg. Ein Stack, wie gesagt, nehmen wir uns mit. Haben wir sehr schön. Nehmen wir unser Schwert wieder in die Hand. Schwein, du bist hier unten so ein bisschen fehl am Platz. Plumpsen alle hier runter. So, wenn wir zu Hause sind, werden wir mal ein bisschen was essen. Vorher machen wir uns aber ein paar Steine. Den Boden müssen wir ja auch noch machen für unser Badezimmer.
Okay, der Elch greift uns nicht an. So, was wir jetzt erstmal machen? Putz. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen wir einfach jetzt mal. Dann brauchen wir für Stein. Wie machen wir unser Badezimmer? Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß. Machen wir einen schönen Marmorboden? Oder machen wir hier so Ornamentfliesen rein? Das ist, glaube ich, auch mal sehr interessant. Kann ich mir gut vorstellen, wenn wir hier sowas als Boden nehmen. Im Badezimmer. Oder aber, was können wir noch nehmen? Steinfliese. Aber die sehen nicht so toll aus. Lehm. Sandstein. Im Badezimmer weiß ich jetzt nicht. Sandstein. Oder nehmen wir Marmor. Hier so was. Oder hier so was Helles. Nee, ich glaube, ich möchte mal sowas nehmen. Gehen wir mal runter auf. Ja, gehen wir mal bis auf 25 runter. Nein! Fuck! Entschuldigung. Ich hoffe, das geht noch. Wir brauchen doch halbe. Och nee! Ich hoffe, es geht noch. Nee. Kacke! Ach nee! Warum sagt ihr mir denn nix? Verdammt! Boah, da trägt mich jetzt gerade aber auf. Haben wir 35 Steine umsonst gemacht. Och nö. Das sind 1, 2, 3, 4, glaube ich, die ich machen muss. Boah, das ist jetzt mega ärgerlich. Mega ärgerlich. Das ist blöd. Sowas ärgert mich kolossal jetzt. Das sind Steine. Ja, das kriegen wir ja nicht mehr wieder. Wenn man wenigstens aus den halben, aus denen, die wir jetzt gemacht haben. Wenigstens noch. Aus den ganzen halben machen könnte, so wollte ich das sagen. Wenn das wenigstens funktionieren würde. Aber nein. Das geht ja leider nicht. So, das finde ich jetzt nicht so toll. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Wo machen wir? Schlafzimmer hin und wie machen wir das? Weil hier möchte ich ja gerne noch nach draußen, weil hier kommt ja eine große Dachterrasse hin. Na? Ihr müsst euch das so vorstellen: hier Dachterrasse und hier geht es noch höher. Ja? So. Ich möchte aber.
Wir müssen erstmal wieder Steine abkloppen. Weil ich möchte schon mal mit dem Grundriss anfangen. Was wir noch machen, ist das hier raus. Das kommt weg. So, dann nehmen wir, nein, die 5. So, die 3. Zack. Dann kommt jetzt hier eine Scheibe rein. Das hier kommt auch noch einen höher, glaube ich. Da bin ich noch am Überlegen. So, jetzt haben wir gegessen und getrunken. Denn das hier mache ich, glaube ich, nur einen höher. Ja? Weil ich möchte, dass das hier so abgeschlossen ist.